Moinsen, Videospielcode hier. Ja, ihr habt euch Mario Kart 8 gewünscht, das habe ich gehört und deswegen kommt jetzt Mario Kart 8. Wunderschönes Spiel, kann ich nur sagen. Bis auf der Battle-Modus, der ist halt wirklich misslungen. Statt die guten alten Arenen wieder auszupacken, machen sie irgendwie so eine Scheiße mit den Strängen. So, hier übrigens gleich einen Shop anbinden und damit man die DLCs kauft. Da gab es ja zwei mit ganz vielen Strecken, die habe ich natürlich. Ja, Amiibos kann man in diesem Spiel auch benutzen. Habe ich sogar, ich habe Kirby Amiibo. Dadurch habe ich dieses wunderschöne rosa Outfit. Ja. Yeah. Ach, mittlerweile kann man auch Sonic benutzen und Pac-Man und so. Cool. Das Pac-Man-Outfit ist wirklich cool. So, aber wir wollen Einzelspieler spielen. Ich habe zwar schon eigentlich alles gemacht, aber es gab ja ein Update, was die 200er Kubik-Zentimeter-Klasse gebracht hat und da habe ich noch nicht alles. Noch nicht mal annähert. Und gespiegelt auch nicht und 150 war es. Ach so. Habe ich da auch noch nicht, ja Mensch. Ich habe noch nicht mal alle DLC-Sachen. Also alle DLC-Turniere gespielt. Na dann. Nein, nicht ernsthaft. Obwohl, ich glaube, ich muss die spielen, damit das Ausrufezeichen weggeht. So was stört mich immer total in Spielen. Ja, hier Mercedes-DLC gab es gratis. Ja, ernsthaft. Man kann den Mercedes fahren. Drei sogar. Warum nicht? So, vernünftige Reifen. So, wunderschön. So, das hier sind ja die ganz normalen Turniere, die 8 hier, wie es in jedem Mario Kart gibt. Und hier gibt es jetzt nochmal 4 DLCs. Mit einigen neuen Strecken und einigen alten und schönen und ja. Wie es aussieht, fehlen mir hier noch 2 Pokale. Dann versuchen wir es mal. Mehr schief gehen kannst du ja nicht. Bin natürlich auch nicht eingespielt oder so. Hab das Spiel seit einem Jahr nicht mehr gespielt, aber passt schon. Der Babypark. Den kennen GameCube-Spieler noch. Das war eine ganz witzige Strecke, die recht klein ist, 8 Runden bietet und früher konnte man die Items halt auch über die Mitte schießen, wodurch das dann ziemlich crazy wurde. So. So, den habe ich schon mal nicht verlernt, den Start. Und man sieht gleich wunderschön. Ich finde, die Wii U bietet genug Leistung, um Mario einfach in perfekt darzustellen. So, diese Mario-Grafik profitiert einfach total davon. Von der Leistung der HD-Konsole. So. Und wir sind gemeldet, ne? Ist ja auch nur die 100er Klasse. Easy. Was ich vielleicht noch erwähnen muss, in Mario Kart 8 ist es jetzt, glaube ich, erstmals so, dass man nur ein Item dabei haben kann. Also ich habe jetzt halt die Banane hinten und oben links wird mir eine Banane gezeigt und das ist dieselbe. Seht ihr, wenn ihr sie. Ich kann wirklich nur ein Item benutzen. Oh, Leute. Und die Münzen sind wieder da. Die waren ja auch lange Zeit verschollen. Nein! Wehe, jetzt wollen wir.
So einen Run habe ich auch noch zum Glück. Das ist natürlich typisch Mario Kart, ne? Kurz vorm Ende nochmal bei blauem Panzer und dann ist man am Arsch. Lief doch. Jetzt kann man sich hier auch immer so ein paar... Die habt ihr eventuell auf meinem Kanal schon gesehen. Da habe ich ja mal ein paar hochgeladen, weil man kann die auch direkt auf YouTube hochladen über das Spiel. Und ja, das habe ich ja nun wieder mal getan. Gibt sogar Zeitlupe. Super Zeitlupe. Okay. Nur mal, um das zu demonstrieren. Na dann weiter geht's. Käseland. Das sah man da. Ja, das sah damals auf dem Game Boy Advance bestimmt nicht so gut aus. Schön einfach, klasse. Die Gegner gar nicht irgendwie mithalten können. Übrigens habe ich derzeit auf meinem Wii U Gamepad die Karte. Die seht ihr hier nicht. Auf dem Gamepad könnte ich das Spiel auch noch spiegeln, das heißt, ihr könnt ohne Fernseher einfach nur mit dem Gamepad zocken. Dann gibt es noch den Lenkrad-Modus, dann könnte ich das Gamepad halt als Lenkrad benutzen und das sieht man nur nicht hier. Auslösen kann, weil ich kein Item dabei habe. Oder halt übers Gamepad. Na, blaue Panzer. Gar nicht mehr gesehen. Mal sagen, das wird sich. Aber brauche ich auch. Ich will ja alle Pokale mit 3 Sternen. Das andere kommt gar nicht in Frage, wenn man aber kann. Das wird später in den höheren Klassen natürlich noch so mies. Und dann wird man vor dem Ziel abgeschossen, dann sind die Computergegner sofort da und ja. Ihr kennt das ja. Ach nein. So, ich will euch das nächste Rennen erzählen. Thank you.
Das ist eine der neuen Strecken aus dem DLC. Die sehr geil aussieht. Hier sieht man cool das neue Feature von Mario Kart 8, dass man halt an Wänden fahren kann. Da ist die Strecke noch besser. Witziger, noch abwechslungsreicher. Ich liebe das Spiel. Also ich kann euch nur sagen, wenn ihr das Spiel nicht habt, holt es euch. Habt ihr keine Wii U, dann holt euch eine Wii U. Auch wenn der Nachfolger nächstes Jahr wahrscheinlich rauskommt. Aber die Wii U ist immer noch saugeil. Man hat so viele gute Spiele, das ist einfach nicht heftig. Ich weiß gar nicht, warum es so gefloppt ist. Ja, wahrscheinlich, weil sie weniger die Familie dann gesprochen hat. Die Bewegungsspiele haben ja nicht mehr so viel Vertreter auf der Konsole. Von daher, ja. Aber ich kann euch nur sagen, die ist es wert. Das Witzige ist, dass Mario Kart 8 damals in so einem Bundle verkauft wurde. Beziehungsweise es gab so einen Gutscheincode in der Verpackung. Und mit der konnte man, also mit dem konnte man sich einen von 8 Spielen aussuchen. Das waren dann sowas wie WarioWare und was war noch? New Super Mario Bros. Wii U. Und ja, da habe ich mir New Super Mario Bros. Wii U gegönnt, weil das Spiel damals noch 60 Euro kostet. Ich meine, das kostet immer noch 60 Euro. Nintendo reduziert ja selten die Preise. Und ja, zum 60 Euro Spiel habe ich noch ein 60 Euro Spiel bekommen. Sehr geil. Warum die Sektion da, weiß ich nicht, weil jetzt ehrlich, jeder holt sich doch Mario Kart 8. Da muss man doch nicht sowas dabei legen. Aber egal. Ich will mich ja nicht beschweren. So, das Animal Crossing Dorf. Jedes Mal, wenn man das spielt, ist eine andere Jahreszeit. Also, gibt logischerweise 4 und dann ändert sich die Strecke ein bisschen, so vom Design und alles. Ach, die Strecke finde ich wunderschön. Animal Crossing, die Grafik wäre immer geil. Also für die Wii U dann natürlich, ne? Ich für ein Handheld. Oh, die ganze Banane ist hier abgegangen. Immer dieser Donkey Kong. Thank you.
Und letzte Runde. Die Gegner sind jetzt noch nicht mal durchs Ziel. Ja, die 100er Klasse ist einfach. Leider ist die 200er Klasse dafür so hardcore, da brauche ich wohl ganz viele Anläufe. Meine guten Künste. Wenn man die einsammelt, dann schaltet man nach und nach neue Fahrzeugteile frei. Aber ich glaube, ich habe schon alle. Na dann. Nochmal kurz Highlights angucken. Kann übrigens hier auch noch so ein bisschen einstellen, was man denn so sehen möchte und Schwerpunkt und sowas. Ist eigentlich ganz gut gemacht für so kleine YouTube-Clips. Aber gut, das hat sich mit der Elgato jetzt auch erledigt. Deiner Finalclip. Durchmarsch. Na dann Leute, man sieht sich beim nächsten Turnier. Bis dann.